Ich habe zu dem Thema, dass die Grünen die Leukämie bei Kernkraftwerken selbst erzeugen, schon ein Video gemacht. Das fanden einige nicht ausreichend belegt. Das ist aber ein Irrtum. Es ist übrigens so, dass ich den Grünen nicht vorwerfe, dass sie bewusst das tun. So viel sinnvolles und zielgerichtetes Handeln traue ich diesen Leuten überhaupt nicht zu. Sie hätten allerdings später irgendwann schon mal was merken können, aber wer darauf Verstand hofft, der hofft also bei diesen Leuten vergebens. Wir sehen ja nun an der Kinderschänderei, wozu diese Leute in der Lage sind. Und da ist es ein sehr wesentlicher Unterschied, ob das ein junger Mensch macht. Diese FDP-Tante war da also 19. Und da kann man noch vielleicht so ein bisschen über die Welt ein komisches Verständnis haben. Aber wenn ein erwachsener Mensch mit 24, 25 Jahren also Sex mit Kindern für positiv hält, dann zeigt er ein derartiges Maß von mangelnder Urteilsfähigkeit, dass der nie in der Politik irgendetwas Vernünftiges zu Wege bringen wird. Das gilt auch für Herrn Trittin, der mit 24 Jahren ja noch in der kommunistischen Partei war. Nicht im Osten, wo es erklärlich wäre, sondern im Westen, wo man ausreichend Informationen hatte über den Kommunismus. Aber zurück, also diese Kinderschänderei zeigt ja, aus welchem geistigen Niveau diese Partei also schöpfen kann. Das ist also unterste, wirklich unterste Schublade von Hirnlosigkeit. Und etwas Ähnliches zeigt sich eben auch bei der Leukämie, bei Kernkraftwerken, die von den Grünen, nach meiner Überzeugung und der Beweisführung, die ich hier mache, ausschließlich von den Grünen verursacht wird. Und die Fakten, auf die ich mich beziehe, sind alle Fakten sind in der KIK-Studie, also Kinderkrebskernkraftwerke, des Kinderkrebsregisters in Mainz, der Universität Mainz, enthalten. Alle Fakten, auf die ich mich beziehe, da ist also irgendwelche eine weitere Recherche nicht nötig. Das einzige Faktum, was da nicht steht, das einzige Faktum ist, dass Angst das Immunsystem schwächt. Das ist aber nun heute medizinisches Allgemeinwissen. Wer glaubt, es belegen zu müssen, der kann googeln, da findet er 1000 Belege dafür. Also selbst wenn man unterstellt, was nicht der Fall ist, aber selbst wenn man unterstellt, dass die Kernkraftwerke strahlen und jetzt ein Kind, bei einem Kind so viel Zellen kaputt schlagen, dass das Kind diese Zellen mit dem Immunsystem nicht mehr alle abtöten kann und dann Leukämie bekommt, wird es den Krankheitsverlauf entscheidend negativ beeinflussen, wenn man dieses Kind noch zusätzlich in Angst versetzt oder die Mutter, was ja dann zurückstrahlt auf das Kind. Es gibt aber natürlich auch Fälle von Kindern, die noch so gerade mit diesen Leukämiezellen fertig sind, wo das Immunsystem es gerade noch schafft, diese entarteten Zellen abzutöten. Das heißt, diese Kinder bekommen keine Leukämie, bis dann die Angst dazu kommt, die die Grünen verursachen. Dann schwächt das Immunsystem und dann schafft es das Immunsystem nicht mehr. Und dieses Kind bekommt Leukämie. Wegen der Panikmache der Grünen. Tut mir leid, es ist völlig unwiderlegbar. Es ist völlig unwiderlegbar. Und es gibt ja verzweifelte Versuche, mir irgendetwas nachzuweisen, was nicht stimmt. Leider bleibt es immer bei Bekundungen, dass man es nachweisen könnte. Wenn ich sage, mach doch mal, ja, das ist so, da verschwende ich meine Zeit nicht drauf. Das ist das Einzige, was ich an sachlichen Argumenten bisher gehört habe, außer was ich also für ein schlimmer Mensch bin. Mehr kriegen die Grünen nicht zustande und das liegt nicht an mir, das liegt an der Sache. Nicht? Sie sind in einer verzweifelten Situation. Nicht? Wird ihnen nicht nur heftige Beihilfe zur Kinderschändung vorzuwerfen sein, sondern eben auch die Verursacher zu sein von Leukämie in der Nähe von Kernkraftwerken. Und was das für eine Ungeheuerlichkeit ist, das kann man nur begreifen, wenn man diese 20 Jahre Dauerhetze dieser Leute
sich mal vergewissert, was sie angerichtet haben. Finanziell sind das Billionenschäden. Und es ist so, dass alle Kapitalverbrechen in Deutschland zusammengenommen bei weitem nicht, auch nicht annähernd, auch nicht zu 10% den Schaden angerichtet haben, den grüne Politik angerichtet hat. Übrigens, es gehen nicht jeden weltweit ja weiter. Biosprit 1 hat zu Hungersnöten geführt. Wie viele Millionen da den Grünen nachzuweisen sind, kann man nur abschätzen. Biosprit 1, da haben sie denn so getan, als wären sie nicht die Urheber gewesen. Das haben sie dann schnell beiseite. Die Verantwortung natürlich nicht übernommen. Finde ich lumpenhaft, wenn man die Verantwortung nicht übernimmt für eine Idee, die man in die Welt setzt. Dann kamen sie mit Biosprit 2. Biosprit 2, das ist das, was hier flächenweit Deutschland verwüstet mit Silomais, die überdüngt werden, Grundwasser verseucht, und sie glauben es nicht. Die Zahlen sind sowas von irre, sie glauben es nicht. Es ist aber so, auch das ist nachweisbar. Das ist auf Biogas-Seiten von den Biogas-Reaktorherstellern und so weiter, steht das alles. 760.000 Hektar Silomais brauchen die, um ein einziges Kernkraftwerk oder Kohlekraftwerk zu ersetzen. Die Kohlekraftwerke laufen ja nach der Energiewende auch auf Volllast. Was abgeschaltet wurde, sind also Kernkraftwerke. Also kann man sagen, dass die extrem klimafreundlichen, die klimafreundlichsten Großkraftwerke überhaupt sind, Kernkraftwerke. Habe ich auch in mehreren Videos belegt. Das weiß jeder, alle Welt, wie alle Welt auch weiß. Alle Welt weiß das. Wir haben eine natürliche radioaktive Strahlung, die tausendmal höher ist als die, die bei Kernkraftwerken am Zaun zu messen ist, die aus dem Kernkraftwerk dazukommt. Das kommt von der Höhestrahlung. Es gibt viele Orte in Deutschland, wo diese natürliche Strahlung noch höher ist als in der Nähe, weit höher ist als in der Nähe von Kernkraftwerken. Und wenn sie in Flugzeuge steigen, je nachdem wie hoch sie steigen, vervielfacht sich das auch nochmal. Also, dass die Strahlen von Kernkraftwerken irgendjemand tut, ist eine dieser Erfindungen der Grünen. Und damit machen die seit 20 Jahren Politik und kassieren Riesengehälter für diese schwere Schädigung des deutschen Volkes. Das ist schon einigermaßen schwer erträglich. Wer übrigens nicht glaubt, wie verlogen diese Leute sind, erinnere sich bitte an die Facebook-Mitteilung von Claudia Roth, bei der sie also den 16.000 Hinterbliebenen der Opfer der Atomkatastrophe von Fukushima ihr Beileid auszeugt. Das ist eine solche gnadenlose, apokalyptische Verlogenheit, dass es einem wirklich die Schuhe auszieht. Ja. Dass diese Partei, die das einzige Anständige wäre, wenn diese Partei sich nicht mehr zur Bundestagswahl stellt, denn jetzt mit der Kinderschinderei, das ist ja alles nicht mehr überbietbar, was diese Leute seit 20 Jahren abliefern. Ich habe hunderte von Videos dazu eingestellt. Gucken Sie es sich an.